Hallo und herzlich willkommen hier aus dem wunderschön verschneiten Wald, dass so viel Schnee gibt. Das ist auch der Grund, warum wir mit unserem Video nicht rechtzeitig fertig geworden sind. Und wir haben in den letzten Wochen relativ stark mit dem Wetter zu kämpfen. Und wenn ihr erfahren wollt, warum, dann schaut euch das Video an. Wir wünschen euch viel Spaß. Ja, wir haben in der letzten Woche abwechselnd Tauwetter, Neuschnee, Tauwetter, Neuschnee gehabt. Es ist teilweise 20 cm über Nacht gefallen. Und dann hat es wieder angefangen zu tauen. Nieselregen, Schneeregen, wieder Schnee. Und letztendlich hier sieht man ja, was von den Dächern teilweise runterkommt. Und die Schweden hier fangen an, jetzt ihre Dächer frei zu machen. Wir hatten ja schon so um die 70 cm Schnee, waren dann runter auf 57, dann hat es noch mehr getaut und jetzt sind wieder so 30 cm Schnee dazugekommen. Durch das viele Hin und Her mit dem Wetter, Tauwetter, Frost, Schnee, Schneeschmelze, war die Straße hier in dem Wald komplett vereist, sodass die komplett aufgerissen worden ist und die Eisbrocken jetzt hier an den Seiten liegen. Der Schnee ist ja sehr nass, man sieht das ja hier an der Birke, bei dem bisschen Schnee, was auf den Ästen drauf liegt, wie stark die Äste teilweise durchhängen. Das Haupthaus ist, da rutscht der Schnee regelmäßig runter, weil ja auch von innen geheizt wird. Das ist kein Problem, das ist diese Woche glaube ich 3 oder 4 Mal runtergekommen und dementsprechend sieht es vor der Haustür und an den Gängen halt aus. Und bei der alten Scheune hier ist das kein Problem, da mache ich nur die Kanten frei, dass der Schnee nachrutschen kann. Aber ein anderes Gebäude ist da eher problematisch.
Ja, das Dach ist jetzt frei. Es ging mir hauptsächlich hier um das Zwischendach. Das ist nachträglich dazwischen gebaut worden. Und die Balken innen drin, die das Dach tragen, sind nicht sonderlich stark. Und die haben sich schon durchgebogen. Und so wird das erstmal wieder eine Weile funktionieren. Ja, den Traktor hat es auch zerlegt, ist hinten eine Gewindestange abgerissen, muss erstmal repariert werden und somit ist erstmal Schneeschieben mit dem Traktor erledigt. Ja, so ist das hier bei uns im schwedischen Wald. Hier bestimmen nicht wir, was gemacht wird, sondern das Wetter. Eigentlich wollte ich ja hinten den Anbau machen, aber da liegt mittlerweile so viel Schnee vor und ich habe auch momentan keine Motivation, das wegzuschippen. Ich hoffe, das Video hat euch trotzdem gefallen. Und ich wollte euch noch eine Kleinigkeit sagen. Und zwar hatte ich ja bei unserem Kanal das Super Thanks aktiviert. Und für die, die es nicht kennen, damit könnt ihr den Kanal unterstützen. Und das Geld, was über Super Thanks reinkommt, wird ausschließlich in den Kanal investiert. Das heißt in Kameraausrüstung, für die Rechnung, für die Musik oder fürs Internet. Also es ist nicht für uns privat, sondern lediglich für den Kanal. Wenn jemand möchte, kann er das gerne einen kleinen Obolus hinterlassen. Würde mich freuen und schöne Grüße aus dem schwedischen Wald. Wir sehen uns.